Wir sind Musiker. Das ist unser Beruf, ist, geht gar nicht ohne Publikum. Wir brauchen ein Publikum. Wir sind immer auf der Suche nach einem Publikum. Und hier im Osten finden wir immer wieder einen Platz. Der Osten für mich persönlich bedeutet ein Stück Heimat. Make up yourself, Joe, tell all the race. There is a way out if you want to get out. Ostdeutschland für mich geht schon tief. Everybody thinks he knows a way out, but nobody dares, the bomb is stuck in the ground. Help me out. Der Ost bedeutet für uns oder für mich auch der Ort, wo wir den Aufbau, unseren eigenen Aufbau mit denen erlebt haben. Ich hatte die Idee, dass wir halt ein Doku machen mit der Kelly Family in dem Osten. Wir haben Orte aus unserer Vergangenheit in Ostdeutschland besucht. Es gibt so viele Eindrücke und so viele Erinnerungen, die wir hier erlebt haben. Daraus kannst du ein Buch schreiben. Ich glaube, es wird eine sehr emotionale Durchreise. Jeder Location hat eine bestimmte Emotion. Ich glaube, wir werden sehr überraschende Erinnerungen hochbringen. Ohne den Ostblock wären wir bestimmt nicht so weit gekommen. Möchte ich gerne meine Familie vorstellen. Ich bin stolz auf meine Familie. Die Kelly Family. Wir haben diese Reise in Marienborn, haben wir da angefangen. Das war der erste Tag. Das war für uns jahrelang die erste Station. Man musste da durch, um nach Berlin anzukommen. Marienborn ist heute ein Museum, eine Gedenkstätte, wo man halt schauen kann, ja, wie das halt funktioniert hat, diese Grenze. Eine Frage, ja. Wo sind wir genau hier? Wir sind hier am ehemaligen Grenzübergang Marienborn, ja. An der Transitstrecke nach West-Berlin. Und das hier ist der Einreisebereich gewesen, wo also Leute aus der Bundesrepublik oder aus Westeuropa entweder in die DDR eingereist sind oder nach West-Berlin oder aber in die Nachbarländer, also beispielsweise in die Tschechoslowakei und nach Polen. Für mich Marienborn war etwas natürlich, was ich von meiner Kindheit kannte, weil wir über diese Grenze oft durchgefahren sind. Eigentlich unser erster, sagen wir so, Input von Osten. Gerade das geht schon zurück in der Ende 70er Jahre. Unsere erste Reise nach West-Berlin müssten wir durch die Grenze gehen. Und das war schon der erste Eindruck. Sind Sie hier häufig vorbeigekommen? Sehr oft. Das erste Mal war schon 8 oder 79. Da waren wir nach West-Berlin, sind wir immer gereist. Über die Transitstrecke. Wenn Sie hier häufig vorbeigekommen sind, haben Sie bestimmt auch sehr viel erlebt hier. Wir waren auch vor der Wende in der ehemaligen DDR, ja. Haben wir Konzerte und Fernsehen gemacht. Das war für uns immer ganz toll. Das hier ist das sogenannte Passalmer Häuschen? Ich kann mich daran erinnern. Wir haben ja immer hier die Pässe abgeben müssen. Ja. Und weil wir mit 28 Kellys unterwegs waren, ja, hat das in eine Tasche nicht gepasst. Ja. Also nicht 28, aber wir waren 10 Kinder, ja, 12 Kinder. Die Grenze da zu der DDR, das war schon sehr imposant. Also da hast du 2 Stunden gewartet, bis du
bis du durchkommst. Und das war schon, allein nur die 2 Stunden waren schon sehr, kommen wir jetzt rein, kommen wir nicht rein, dürfen wir nicht, unsere Pässe sind weg. Ich persönlich hatte immer Angst. Ja. Wir dachten immer, wenn wir was falsch machen, sind wir sofort verhaftet oder so. Und wir dachten immer, schaffen wir das wieder reinzukommen? Jedes Mal war es so eine Erleichterung, wir dürfen rein. Es hatte so einen ganz starken Eindruck in uns gemacht. Nicht so positiv, mehr so, uff, was ist hier los? Warum so viel Kontrolle? Man hat nichts bekommen von der, sag mal so, wie sind die Menschen überhaupt im Osten? Weil das war pure Grenze, alles ist sehr kalt. Und trotzdem waren die Polizisten sehr nett, manchen zu uns, weil die kannten uns. Und geheim haben die so gefragt, habt ihr eine Kassette? Obwohl die dürften nicht mitnehmen. Und haben wir denen so einfach so gegeben und dann rein versteckt. Aber man merkte, sie haben uns geliebt, aber sie dürften das nicht so richtig zeigen. Papa hatte öfters mal in den Pässen auch Autogrammkarten reingetan. Das stimmt. Und die hat er da reingeschlüpft und dann so. Und dann kamen die Pässe und die ohne Autogrammkarten. Ohne Autogrammkarten. Genau. Also die sind ja durch den Weg gegangen. Das war, also Geld hat mein Vater nicht reingesteckt. Ja. Nee. Weil das ist ja gefährlich, weil das halt Bestechung ist. Aber Autogrammkarten war sympathisch. Das war so, so unterschrieben von allen. Ja. Ne? Also stell dir vor, wahrscheinlich stand der Mann hier. Frauen. Und macht den Pass auf und da ist eine Autogrammkarte mit der ganzen Familie. Und dann hat er hier so einen Stapel von 10 Pässe und der muss sich das angeguckt haben und dann so die ganze Pässe und der muss gedacht haben, witzig. Krass, was ist das für eine Truppe? So. Irgendwie nach 2-3 Mal haben wir gewusst, okay, wenn wir eine Kassette geben, wir können das so diskret machen, dass die keine Probleme kriegen, aber wir kommen ein bisschen schneller durch. Ja, es war ein bisschen komisch auf eine Art, aber auf andere Art hast du einfach menschlich gesehen, dass die sich auch gefreut haben, dass du vielleicht doch an denen gedacht hast, mit Kleinigkeiten und so. Die Sperre hier, wie hat das funktioniert? Was hat das für einen Zweck gehabt? Also Sie müssen sich vorstellen, das Ding war quasi zwischen 2 Betonklötzen eingefahren. Genau. Und konnte dann, wenn die Leute, die hier beschäftigt gewesen sind, der Meinung gewesen sind, jemand will mit Gewalt durchbrechen, in Sekundenschnellen ausgefahren werden, dass das Fahrzeug dann voll dagegen geknallt ist. Und das macht uns eben hier auch zu einer Gedenkstätte und zu einem Erinnerungsort. Hier sind Menschen auch verstorben. Und auch getötet worden. Ich fand es beklemmend, aber wichtig, weil wir dürfen nicht einfach so vergessen. Wir leben heute in einem Luxus, dass wir heute frei rumgehen können, wie wir möchten. Wir dürfen unser Leben gestalten, wie wir wollen. Und das ist nicht selbstverständlich. Dafür sind Menschen gestorben. Und ich denke, das ist wichtig, dass diese Denkmale noch da sind, damit wir noch bewusst bleiben, was wir eigentlich haben. Ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen geschämt, wie leicht ich das am Anfang genommen habe. Aber irgendwann ist mir klar geworden, hier sind Menschen gestorben. Ja? Und das habe ich eigentlich gesagt, als wir hier waren am Spielen, nie geschaut, weil wir vielleicht zu beschäftigt waren mit Musik und mit den Menschen und so weiter. Klar, die Leute haben uns die Geschichten erzählt und so weiter, aber es ist was anderes, wenn du den Ort siehst und das System siehst. Wenn ich jetzt hier bin, ich muss sagen, das gibt mir ein Gefühl von, also mehr Ernst. Wir haben eigentlich Grenzen immer vielleicht durch die Musik offen gehabt. Ich habe nicht damals den Gefühl gehabt, dass es sowas gibt wie eingeschlossen sein. Ist ein ganz anderer Blickwinkel. Also von da unten und auf der Straße spielen. Wir hatten immer nur dieses menschliche Aspekt. Und hier kriegt man wirklich dieses Kontrollsystemgefühl mit. Und
ist Buki. Ich habe viel den Mut jetzt, weil ich muss ehrlich sagen, man kann das richtig nicht verstehen, wenn man hier nicht gelebt hat. Wir hatten einfach viel Freiheitsgefühl, die wir großzügig an den Menschen gegeben haben. Die haben das richtig so ausgesaugt. Aber wenn du hier bist, das ist der Kontroll-Tower. Ne? Und ja, ja. Dann denkst du... Ist ein bisschen spooky. Ja. Ich bin jemand, der auch dafür sterben würde, für meine Freiheit. Weil ich glaube, ich bin wie ein Vogel, den ich fliegen kann in einen Käfig. Und dann werde ich auch sterben, wenn ich meine Freiheit nicht habe. Also das ist dann... Ich brauche das, wie ich Essen oder Luft brauche. Ja. Für mich Freiheit ist an der ersten Stelle mit Gesundheit. Für mich Freiheit ist alles. Also was ich erlebt habe, ist, dass durch die Musik, die waren schneller, emotionaler. Die Musik ist einmal so eine Sprache, die wir mitnehmen und die hat so eine ganz schnelle Wirkung. Mein Vater Motto war immer, ja, wir sind mit euch. Ob ihr glücklich oder nicht glücklich seid, aber wir sind mit euch. Wir gehören zusammen, auch wenn wir getrennt sind. Ja, ich fand es schön in Marienborn, halt die alten Polizeifahrzeuge, Militärfahrzeuge, Ostdeutsche oder manche von dem, ja, die Laders, die kommen aus Russland. Faszinierend. Also wir können uns daran erinnern, kurz nach der Wende hat man halt die Polizeifahrzeuge alle umlackiert. Richtig, richtig. Man ist im Osten immer noch mit Lader und diese Busse gefahren, weil die hatten noch nicht von jetzt auf sofort halt Westpassats oder Audis oder sowas. Richtig. Ich habe eine Geschichte zu erzählen, dass wir jetzt hier, und das passt perfekt. Und zwar in dieser Zeit, als die Polizisten noch dieses DDR-alte Kostüm hatten. Da bin ich eine Nacht mit dem Bus gefahren, mit doppeldecker Bus, durch eine Straße, Landstraße. Und ich war sehr schnell. Ich konnte nicht mehr bremsen. Und auf einmal kommt der rote Licht und ich bin durchgegangen. Ne? Und auf einmal, da kommt so ein Auto hinter mir. Und dann bin ich auf die Tankstelle gegangen. Ja. Und dann kommen die beiden und okay, Papier, also richtig ernst, ich war am Zittern. Ja. Papier, Pässe, alles drauf. Ach du Wei, die Gesichter waren so richtig ernst. Da gucken die beiden hoch. Kelly Family? Auf einmal. Ah, vergiss, was wir gesagt haben. Vergiss. Habt ihr was für uns, Kassetten oder so? Ja, ich habe alles für euch. Ne? Und die haben beide gesagt, wir sind die größten Fans von euch. Am See, wir haben ein Apartment. Ihr könnt immer kommen, das unsere Apartment benutzen. Ja. Jederzeit. Und jeder von diesen Polizisten hatte mir... Das gibt's ja gar nicht, Johnny. Ja. Der eine hat 3 Sterne Geschenk von hier, von selbst abgemacht. Hier, für dich als Erinnerung von mir. Ja. Und der andere mit 2 Sternen. Also nicht schlecht, Johnny. Und das habe ich immer noch. Immer aufgehoben noch. Das habe ich immer noch gehalten. Also das würde ich nie vergessen. Also die Geschichte, das ist... Das heißt, das hast du über 30 Jahre? Richtig, von damals. Die habe ich immer noch. Habe ich immer noch, weil da merkst du, wow, wie wichtig du bist für diese Menschen. Ja. Da gibt es eine kleine Geschichte, da ist der Bruder von meinem Vater, der ist aus Amerika ins Europa gekommen, aber mit seinem Auto, mit einem Cadillac, auch amerikanisches Kennzeichen. Und wir haben ihn in Westdeutschland getroffen und er hat uns verfolgt wir sind mit dem Doppeldecker und er ist hinter mit uns. Ich habe immer vorne auf die Kabine mit meinem Vater gesessen und auf einmal, wir mussten auch unseren Onkel beachten, weil der hinter uns war und auf einmal gucken wir auf den Spiegel und er war nicht da. Und das ist auf den Transit, ne, in DDR. Und sagen mir, boah, das ist, was ist denn das? Und wir sind weitergefahren, immer noch nicht da. Ich weiß nicht, wie mein Vater das geschafft hat. Also ich habe keine Mobiltelefon, kein nix. Und sein Deutsch war auch wahrscheinlich nicht so gut, aber er hat mit Leuten in den Raststätte geredet. Und dann haben wir versucht, wo ist der? Und so ungefähr 4 Stunden haben wir gewartet. Und man hat 2 Autos mit ihm, man hat ihn zu uns gebracht. Und was er gemacht hat,
der wusste nicht, dass er nicht raus dürfte. Und Gott sei Dank, die Polizei, zwei Autos haben hingebracht, ne, auf die Raststätte. Und da sind wir weitergefahren. Aber da, dann ging es geradeaus. Ne. Die Zeit hier in Warnemünde, hinterm Neptun Hotel, das war eine ganz tolle Zeit. Wir haben hier zwei, dreimal im Jahr gespielt. Es gab im September, was es noch heute gibt, der Drachenfest. Und der Bürgermeister von Warnemünde ist Angelos Schwiegervater. Also die Tochter von dem Bürgermeister heißt Kira. Und damals war Angelo 8 oder 9 und sie auch. Und die haben halt quasi miteinander gespielt immer. Und Angelo mit 13, 14 hat diesen einen Song für sie geschrieben. I Can't Help Myself. And I love you, I want you, I wanna talk to you. I wanna be with you. I love you, I want you, I wanna talk to you. I wanna be with you. Ja, und jetzt haben die 5 Kinder und die wohnen in Irland. Für uns hier in Warnemünde bei Rostock war das eine von den schönsten Stellen, wo wir gespielt haben. Ja, einen muss ich sagen, überhaupt, ne, als Musik, Kunst, Straße, das habe ich auch erfahren, als ich alleine gespielt habe, nach der Wende. Verstehen Sie, die Leute waren hungrig, fast für alles, was vom Westen kam. Wir haben eigentlich unten, da wo der Mitte von Warnemünde ist, gespielt. Und wir waren zu laut. Und weil wir haben jeden Tag bis zu 6 Konzerte gespielt. Und die Geschäfte, die sind verrückt geworden, weil so viele Leute, dass die nicht mehr verkauft haben. Weil wir haben alles zugesperrt. Dann hat der Bürgermeister gesagt, ihr könnt hier spielen. Ihr kriegt das komplett umsonst. Wir kriegen keine Gage. Aber wir dürften genau hier vorne, da war dieses grüne, sag mal, Landschaft nicht da. Es war eine riesen Fläche hier. Wir haben hinten unsere Busse und geparkt, rechts, links, dann die Bühne aufgebaut. Und hier passten Tausende von Leuten. Und so haben wir die Leute nicht gestört. Also hinten war eine kleine Passage. Könnte ja richtig laut sein und die Richtung. Und dann genau. Und wir haben in die Richtung gespielt und der Neptun Hotel war auch so freundlich. Haben die uns nicht manchmal auch Strom gegeben? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon, dass die das auch gut fanden, die haben uns unterstützt, wir waren hier willkommen und wir haben dann halt jedes Jahr einige Mal hier gespielt und es war Bombe. Und abends hat Johnny den Kelly DJ gespielt und hat dann halt, da gab es Hunderten von jungen Menschen, die hier getanzt haben und das war eine ganz besondere Atmosphäre. Ja, so abends nach unserem letzten Konzert, gerade so am Wochenende, dann habe ich für Spaß einfach DJ gemacht, ich habe einfach die Musik angemacht und einfach die jungen Leute, dass die einfach mit Spaß haben. Und sie sind auch sie haben übernachtet da. Viele sind einfach nach dem Konzert einfach da geblieben. Sie wollten auch mit diese Stimmung weiter erleben. Und dann habe ich einfach angefangen, Musik anzumachen. Und manchmal ging es 2, 3 Stunden bis 2 Uhr morgens. Und sie haben einfach getanzt und wir haben einfach total Spaß erlebt. Also das war eine super Zeit. Die Leute waren einfach unglaublich frei und unglaublich großzügig. Und die Kinder, also Angelo, Maite, Paddy, die haben alle so viele, viele Freunde gefunden, wo die irgendwie zu Hause waren. In 3 Sommern haben die gefühlt
20 bis 50 Freunde gefunden, die auch deren Freunde geblieben sind die ganzen Jahre. Das war eine sehr glückliche Zeit. Also für mich, sag mal so, verbindet so Arbeit und Urlaub und Freundschaft und ja, das Meer. Also wirklich so ganz positive Zeit. Da waren bis zu 500 Leute gefühlt. Und dann haben wir Bier verkauft. Und wir haben das genannt, the Irish Corner, die irische Ecke. Und dann hatten wir nicht nur Rostocker Pils, sondern halt auch Guinness. Und Kilkenny hat zwar keiner getrunken, aber es hat dazu gehört, ne? Rostock war sehr, sehr wichtig, weil es gab eine bestimmte Zeit, wo wir den Ostsee entdeckt haben. Und Rostock war unser Zentraler. Nach der Wende haben wir hier in Rostock am Hafen in Rahmen vom Hansaseel immer unsere Bühne hier vorne aufgebaut. Wir haben jeden Tag 4, 6 Shows gespielt. Ahoi, Rostock! Jetzt geht's los hier für meine Familie, die Kelly Family! Hier vorne direkt am Wasserufer haben wir das Segelschiff von der Kelly Family gehabt. Und da haben wir halt übernachtet und haben quasi im Grunde die Bühne da gehabt, hier gelebt. Und wir haben auch manchmal sogar ein Konzert gemacht von dem Deck. Und dann stand hier Hunderten. Also ich schätze mal locker 2.000, 3.000 Leute, ja, zum bestimmt. Teil. Und das war ja kurz nach der Wende. Also da waren wir noch nicht wirklich mit dem kommerziellen Durchbruch. Also das kam erst 94 Herbst und wir hatten Erfolge hier auf der Straße, die waren riesig. Also persönlich habe ich hier alleine gespielt, ein paar Mal, ne. Aber das war zu viel los von mir. Ich habe die Altstadt gespielt, ne. Da der Fuß ging jetzt mal nicht da. Ich bin in Rostock bestimmt, ich sag mal, 3, 4 Mal im Jahr, vielleicht mindestens 2, 3 Mal im Jahr. Also es ist ja eine Stadt, wo man immer wieder einen Auftritt hat oder auch nur Freunde besucht. Wir haben so viele Menschen vor uns gehabt, die haben gekauft, Kassetten und, ja, und LPs und CDs. Das war gut für die Hansaseel, genau, und gut für uns. Irgendwie Win-Win für alle. Und eine ganze Woche. Das ging vom Donnerstag bis übernächsten Sonntag. Das ist eine Menge. Da sind eine Million Menschen, die da kommen in diese Hansesee. Es ist mega. Also da führst du dann. Das haben wir nicht gemacht lange. Das müssen wir noch mal machen. Nächstes Jahr. Stell dir mal vor, Gianni, wir bauen hier, ja, die alte Bühne wieder auf, stellen das Schiff hier und spielen im August beim Hansesee hier. Was glaubst du, wie viele Leute kommen? Ja, packen voll. Gianni, das machen wir nächstes Jahr. Da muss Joey mich überzeugen, wenn es für ihn wichtig ist, dass ich da bin, auf der persönlichen Ebene, muss nicht mit Kamera sein, einfach so, ja, dann mache ich das. Ich habe noch die Bühne. Die Bühne? Ich habe die Bühne noch. Ist so klein. Ist 10 Meter, wir müssen zusammenquetschen. Ach du mein. Und dann stellen wir das Schiff hier und spielen. Nee, wir bauen die Bühne selber. Genau, wir bauen die selber wie früher. Und spielen dann halt quasi wieder hier, das wäre doch. Nee, er kriegt also ein Trauma. Wenn die nicht kommen, dann mache ich das selber. Ich bringe meine Söhne. Wenn der die Bühne aufbaut, ich bin dabei. Ich komme rüber. Ich werde dabei,
ganz klar. Aber nur, wenn wir Rostocker Hansa-Sale machen. wenn das passiert, ja. Warum nicht? In Magdeburg, da sind wir, ich glaube, das war eine der ersten Stationen, wo wir nach der Wende auf der Straße gespielt haben. Bevor wir die anderen Städte besungen haben, wir haben unsere erste Erfahrung da gekriegt und die waren auch sehr, sehr treu zu uns. Es hat uns immer dahin gezogen. Ich habe die zwei Zeitzeugen halt vorher getroffen. Wir wollten lediglich ein Eis essen gehen, wir beide. Beim Schlendern über den Markt treffen wir auf einmal erst Joey, den erkennt man ja eigentlich sofort mit so einem kleinen Zöpfchen hinten. Ich stelle zu meiner Frau, das ist doch bestimmt Joey Kelly. Ich wollte unbedingt, dass meine Geschwister halt die auch treffen, dass die dann halt von ihren Sicht erzählen, was haben die sich dabei gedacht, dass wir da standen mit unsere Trachten und lange Haare und dass wir unsere irische Volksmusik gespielt haben. Was für ein Gefühl war das für die Menschen aus Magdeburg? Wie lange ist es her? Ja, das erste Mal, meine ich, war das vor weit über 30 Jahren. Noch zu DDR-Zeiten. Vor dem Kaufhaus. Zentrum-Warenhaus damals. Da vorne, vor Karstadt. Jetzt Karstadt. Gerade nach der Wende, das war der Wilde Westen. Und wir mittendrin mit unseren Akkordeon und Gitarren. Und die Leute, die haben uns da einfach sowas von herzlich empfangen. Das wird man nie vergessen. Ich würde gerne wissen, was hat das für einen Effekt gehabt, wo wir hier gespielt haben. Ich meine, damals zum Beispiel, wie ich mich erinnern kann, da waren so die Zigarettenfirmen waren überall, die Banken mit deren Containers, die Holländer mit deren Blumen und Bananen. Und dann waren die Kellys da. Ja, da war Kultur dann eingezogen und das ist ja das Schöne. Als wir hier gespielt haben, da kamen viele Leute in den Magdeburg. Ja, ne? Da waren ja wirklich Das war eine Riesentraube. Das war ein Volksfest. Ja, das war schon schön. Es hatte Volksfestcharakter. Wo wir nach der Wende auf der Straße gespielt haben. Ja. Das weiß ich ganz genau, weil ich habe hier eine tolle Frau kennengelernt. Ah, wir haben bestimmt viele Gender. Das sind jetzt Geschichten, die man, ja, erzähl mal. Und ich weiß, als zweite Mal kam, habe ich sie besucht, aber wir hatten keinen PKW parat, dann habe ich sie mit einem LKW abgeholt, mit einem 12-Tonner. Und dann sind wir mit dem 12-Tonner zum Disco gefahren. Ja. Das ist toll. Mit einem großen LKW. Die Eltern haben aus dem Fenster geguckt. Die haben es nicht geglaubt, aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Ja, schon klar. Ja. Also mit dem Trabi hätten wir da helfen können. Aber es hat Eindruck hinterlassen, ne? Wenn man halt mit 18 zu Disco fährt mit einem großen LKW. Besser als mit einem Opel, sag ich mal. Ja, ich hatte damals einen amerikanischen Führerschein für 9 Tonnen. Dann habe ich meinen Camper, also den Camper für die Familie, der war 9 Tonnen. Und einen Wohnwagen gezogen. Ich bin nicht in die Disco gegangen mit solchen KWs. Ich habe das später nachgeholt, aber nicht dann. Was wir hier auch in Magdeburg für immer in Erinnerung haben werden, ist, wir haben genau da, wo die Kreissparkasse jetzt steht, da hatten wir ja die große Bühne aufgebaut. Und da nachts war ein Sturm. Ich erinnere mich, ich habe unter die Bühne den Abend geschlafen. Und das kam wie ein Tornado. Also ich bin aufgestanden und schnell raus. Alles ist geflogen überall. Also es war sowas von ängstlich, die ganze Sache. Also das war schon ganz, ganz so dramatisch. Das war natürlich für uns sehr tragisch, weil die Bühne war, die hatten wir gerade gekauft. Also, und wir hatten dafür lange gespart. Also das war schon hart.
Wenn man solche Erlebnisse erlebt, immer wieder, hier und da, man gibt nicht auf, man verliert den Angst des Lebens. Und ich glaube, die Straße hat uns sehr viel gegeben. Also die Angst zu verlieren, egal was kommt. Am nächsten Tag, wir haben trotzdem aufgetreten, weil die Leute wussten, wir haben, und die haben das nicht gesehen, diese Bühne Drama. Wir haben den Dach weggemacht mit der Feuerwehr. Und da kam vormittags der erste Konzert, ich schätze mal vor 11 Uhr so, ne? Der Platz war voll und wir alle schön mit Tracht und alles, ob nichts passierte. Genau, ne? Die ganze Nacht nicht geschlafen. Genau, aber irgendwie ein großes Lächeln und die Sonne schien und dann durch. Es ist wirklich ein Glück. Es ist nicht nur die Musik, sondern es ist ein Gefühl. Ein Gefühl, das wir einfach geteilt haben miteinander. Ja, wir haben sehr oft das Leben gefeiert, kann man so sagen. Die Fußgängerzonen Deutschlands sind unsere Heimat. Wo war es denn, Johnny? Hier, die Bühne. Ja. Und so Richtung. So in diese Richtung? Genau. Es war auch so eine, es gab so eine Struktur hier. Das stimmt. Ehrlich zu sagen, als Straßenmusiker, dass ich auch damals, die waren nicht die Einzige. Es gab viele Straßenmusik, die hier gekommen sind, weil die Ordnung sehr locker war. Die haben sich gefreut, überhaupt Kunst auf die Straße zu haben. Ne? So, ich habe das auch gemacht, nicht sehr oft, ne? Aber ja, das war sehr bekannt, dass am Osten sehr welcome, ein freundlich mit dem Straßenmusik überhaupt. Ne? Als mein Vater einen Schlaganfall bekommen hat, das war alles, wir müssen jetzt Gas geben, Papa ist nicht da und so weiter, haben uns dann wir Erwachsenen erinnert, warum gehen wir nicht im Osten? Und dann sind wir, sagt immer die Kommandos, Jimmy, Joey, Johnny, Patricia und ich, losgefahren. Who is the boss? Jimmy, Father, Patricia und mir. You never know. Whoever screams the loudest, that's the boss. Wir haben viermal eine Stunde und eine halbe gemacht und es war in dieser Stadt, wo wir gemacht haben, am Ende wie ein Stadtfest. Wir haben auch ohne Ende viele CDs verkauft. Die haben uns vertraut und da ist eine Verbundenheit mit dem Osten, die wir haben. Und dann ging es dann in Ostsee. Ich kann nur sagen, ich und ich glaube, wir alle, wir lieben den Osten. Ja, der Bezug ist großartig. Das geht schon immer noch in Gänsehaut. Dieses Zusammenhalt, die haben uns wirklich es ermöglicht, diesen Erfolge zu feiern. Wir spielten, als wir dann halt den Erfolg hatten, hier in Magdeburg, Open Air vor 30.000 Leute. In so eine kleine Stadt mit 150.000 Menschen. Das war verrückt. Wir kamen in eine kleine Bühne und dieses Geld, die uns das Osten gegeben hat, haben wir investiert in eine größere Bühne, mehr LKWs, alles Anlage. Dann könnten wir Anzeigen in der Zeitung für 3.000 D-Mark Anzeige, 2.000 D-Mark. Irgendwann hatten wir zwei doppelte Bussen, dann verkauft Ständer. Es war immer, man hat selbst investiert. Schön, ne? Ich sag dir, mein Bruder ist ein Künstler. Hä? Mein Bruder ist ein Künstler. Boah, that's great. In der Zeit haben wir dann pro Jahr 400.000 CDs verkauft. Hier, Magdeburg, war das erste Stadt im Osten nach der Wende, wo wir gespielt haben. Wir waren immer sehr beliebt im Osten. Die Leute wollten oft nicht, dass wir gehen. Ja, und einmal war es so, dass die Kinder halt quasi vor dem Bus gestanden haben und haben so eine Kette gebaut, dass wir halt nicht gehen. Sie haben die Straße gesperrt und den Konvoi halt quasi gestoppt.
dann haben die Kinder und da gestanden und versucht, den Bus irgendwie hier zu halten, dass wir da bleiben und irgendwie weiterspielen. Aber wir müssten weiterreisen. Das war was, bis wir weiterkamen. Es war fantastisch. Also wie ich an den Moment denke, kriege ich Gänsehaut. Jetzt sind wir in Leipzig. Endlich. Ganz stark, was mich so mit Leipzig verbindet, ist, wie die Menschen zu uns waren. Also diese Nähe. Leipzig ist für mich auch der Ort, wo einfach viel mit dem Comeback zu tun hat. MDR-Theater hat uns einfach unglaublich viel unterstützt. Kennt ihr noch den Jürgen Reichert vom Kulturamt? Ja. Ja. Ich habe ihn angerufen. Echt? Wir sind ja lange noch Freunde geblieben. Wie schön. Durch die Jahre. Und ich habe ihn gefragt, ob er nicht vielleicht mal kurz mit uns vielleicht einen Spaziergang machen will. Und der ist jetzt da, der kommt gleich. Jürgen Reichert ist ein alter Freund. Der kommt eigentlich von Kulturamt. Ich bin mit Jürgen Reichert schon gute 30 Jahre immer noch befreundet. Immer wieder durch die Jahre haben wir Kontakt miteinander gehabt. Und wenn wir dann in der Gegend sind, dann kommt er mal zum Konzert oder so. Er hat uns kurz nach der Wende sehr viele Türen eröffnet. Er hat andere Städte für uns auch kontaktiert und gesagt, Leute, das ist eine gute Sache hier. Also Kollegen des Kulturamts vielleicht in Erfurt oder in Gera oder so. Also Jürgen Reichert ist ein Beispiel und wir haben das nie für Geld gemacht. Das war richtig vom Herzen. Das sind so Menschen, die uns sehr viel unterstützt haben. Das kann man nicht bezahlen. Die haben uns einfach das Leben leichter gemacht. Kannst du das erklären, warum sind wir hier in Deutschland, ich sag mal, fast mehr beliebt in Ostdeutschland als im West? Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass die Zeit vor der Wende die ehemaligen DDR-Bürger sozusagen nicht so verwöhnt waren mit Angeboten. Und da möglicherweise etwas dankbarer waren über die plötzliche große Vielfalt, ja, die es an kulturellen und an sonstigen Angeboten gab, die es eben vorher nicht gab. Glaubst du, Richard, dass vielleicht sehr viel geholfen hat, dass wir vor der Wende eigentlich im Osten schon waren? Das könnte ich mir vorstellen, ja. Zum Beispiel das große Show auch, ne? Kesselbuntes gespielt, dann hatten wir eine eigene große Show in Cottbus. Bei dieser Show in Cottbus, das komplette Regie haben wir selbst gemacht. Meine Damen und Herren, ich bin Patrick Kelly und werde heute Abend diese Vorstellung vorstellen. Dankeschön. Durch die Authentizität der Familie waren die Menschen fasziniert, dass diese Familie halt irgendwie so ihren komplett eigenen Ding machen und sind davon so überzeugt, dass die dann halt quasi irgendwie so, die brennen für das, was sie tun. Und ich bin überzeugt, das hat schon uns alle sehr beeindruckt, dass wir so weit gekommen sind, dass wir so eine Plattform bekommen. Fantastisch. What a wonderful comment. Wir danken uns sehr. Sehr, sehr, wir lieben euch. Mit der Fernsehshow, dass wir vor der Wende schon hier waren und dass die Leute uns schon kannten und dass da irgendwie die Sympathie. Naja, ich glaube, es hätte auch so funktioniert. Also ich habe das ja erlebt, als ich euch das erste Mal in der Fußgängerzone gesehen habe, dass sozusagen das Publikum wirklich von 10 bis 70, sage ich mal, stehen geblieben ist. Und dann haben die sich an Händen gefasst und mitgemacht und so weiter. Das hat was damit zu tun, dass die Musik einfach, glaube ich, die Leute sehr angesprochen hat. Sind das also, die Themen in der Musik? Oder ist das? Das ist sozusagen das Sympathische, dass so eine ganze Familie zusammen Musik macht, glaube ich. Das wird eine Rolle spielen, denke ich. Und das ist sicherlich auch, sind die schönen Melodien. Wir haben aber auch gerne zum Beispiel, anders wie viele westliche Bands, wir sind so aufgewachsen, dass in diesem Land, wo wir gerade sind, dass wir auch von denen was lernen. Ganz besonders deren Volkslieder zum Beispiel. Ja.
Bist du auch überzeugt, dass der Osten, sag ich mal, uns so viel Stärke gegeben haben, dass wir dann halt dann doch 94 den großen Durchbruch geschafft haben? Na, das kann schon sein. Also ich weiß noch, in dem Jahr, bevor Over the Hump durch die Decke gegangen ist, haben wir uns unterhalten. Das muss das Jahr gewesen sein, als ich bei mir beim Laternenfest gespielt habe. Und da hatte ich noch zu dir gesagt, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich vorläufig ein Konzert mit den Kellys mache. Ja, du hast es auch. Ich kann mich sehr gut erinnern. Du hast gesagt, das ist das letzte Mal, dass ich mich euch leisten kann. Ja, genau. Weil du hast uns ja auch ein bisschen bezahlt. Ja, aber wenig. Ja, gut. Wie viel war das? Ich glaube, das Höchste, was ich mal bezahlt habe, darf ich das sagen? Ja. Natürlich. Ich glaube, wir haben vereinbart, dass ich es niemand verrate, aber jetzt ist es ja schon verjährt. Ich glaube, das waren mal 10.000 Mark. Ey, das ist nicht wenig. Wir verbrachten den letzten Silvester 93 auf 94 im Ostdeutschland, ohne zu wissen, dass dann der große Durchbruch im 94 kam mit Over the Hump. Das war so schön. In 4 Minuten 1994, buddy, we had a bloody hard year. No, 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 not yet. I'll tell you when. We're gonna have a hell of a party. We're gonna have a hell of a party. Im Osten haben wir ja sehr viel verkauft auf der Straße, Kassetten. Die Leute waren total irgendwie verrückt nach unsere damals LPs und Kassetten. Müssten wir halt immer jemanden schicken, wie zum Beispiel Paul oder ich oder irgendeiner ist in die Nacht nach Holland oder wo wir gelebt haben in Köln und dann Nachschub oder da, wo die bedrückt sind. Wir waren oft auf der Straße so weit, dass wir halt nichts mehr hatten zum Verkaufen. Und dachten, okay, dann spielen wir halt quasi ohne CDs zu verkaufen und LPs, sondern halt nur einfach ja, für eine Spende vielleicht. Das erste Mal, dass ich in Leipzig gekommen, da habe ich den Auftrag, dass ich musste diese, mit einem Wohnmobil habe ich das gemacht. Ich habe die LPs abgeholt von Iserlohn, ne, so. Und ich habe die hier gebracht. Das war so nach der Wende. So, es war eine andere Welt damals. Ne? In der ehemaligen DDR haben wir hier eine kleine Tournee gemacht durch Konzerthallen. Wir wurden ja offiziell eingeladen vom Kulturministerium, kann man sagen. Und wir haben diese berühmte Fernsehshow gemacht. Samstagnachts, glaube ich, war das Kessel Buntes. Ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Auftritt haben wir gemerkt, dass es kam so raus an meinem Vaters Ohr, dass die Leute, die uns da besucht haben, dass das alles Leute waren, die so eher Connections hatten. Beziehung hatten. Das einfache Volk hatte keinen Zugang zu uns. Und das hatte mein Papa so richtig genervt. Und dann meinte er, wir spielen jetzt einfach draußen. Und wir haben das in Schwedt, ich glaube, als erstes Mal gemacht. Dann sind wir draußen vor dem Theater rausgegangen, nachmittags, und sind da einfach aufgetreten für das normale Publikum. Und da war gleich eine Menge los. Und dann kam die Polizei und dann, die sagten uns, das ist verboten, dürft ihr nicht und so weiter. Und mein Vater hat dann gesagt, wenn wir hier nicht auftreten dürfen, dann werden wir auch drinnen nicht auftreten. Ja, und das ging ja richtig ab. Das stärkste Erinnerung war das erste Mal hier. Für uns war etwas ganz Neues und für das Publikum auch. Wir haben uns irgendwie getroffen, ob wir auf einer ganz neutrale, aber auch jeder wollte wissen von den anderen. Und diese Emotion, also das ist pure Liebe. Also das war so, boah, so Gänsehaut und wir sind geflogen. Es war ja auch kurz nach der Wende. Das war ja auch eine historische Zeit und wir hatten den Privileg, dabei zu sein, also Zeitzeugen mittendrin. Wir haben zum Beispiel hier auf diesem Platz am 3. Oktober oder hier um die Ecke an der Petersstraße, erster Vereinigungstag, haben wir unfassbare Bilder, wo wir dann alle gemeinsam, wie du gerade sagtest, alle halten die Hand. Und wir singen so ein Tag, so wunderschön. Solche Lieder, die haben hier im Osten so richtig
Nerv getroffen. Dann wollten wir einfach mit den Menschen sein, wo wir wussten, die haben diese Demos gemacht. Und das war die allerwichtigste Entscheidung, die wir jemals gemacht haben, weil wir haben den ganzen Tag gesungen und kann mir erinnern, dass die letzte Stunde nur für die Menschen. Und es war einfach so viel Hoffnung und so viel Freude in der Luft. Es war unglaublich. Und ich denke, das ist eine dieser Meilensteine, die du als Musiker oder Künstler auf persönlicher Ebene für immer mitnimmst. Wenn du in einem Platz, in einem Ort warst, wo Geschichte stattfindet gerade. Mittlerweile, ich sehe das Publikum und diese einzelnen Menschen wie Herr Reichert. Für mich, sie sind die Kelly Family. Sie sind auch ein Teil der Kelly Family. Weil sie sind mit uns auch diese Reise mitgegangen. Ich bin sehr begeistert. Also. Das kann man gar nicht beschreiben. Es geht unheimlich unter der Haut, ja. Gut, wunderbar, alte Heimat, schön. Wirklich wahr. Könnte man heulen. So reißt dein das Herz kaputt. Also wirklich, es war Musik fürs Ohr. War was, also herrlich. Herrliche Stimmen, also wunderbar. Für mich und für uns ist Berlin ein ganz großer Teil unserer musikalischen Karriere. Immer gewesen. Berlin ist ein Hotspot. Berlin verbindet für mich ganz vieles. Das DDR, diese Erfahrung durch die Grenze, wenn ich das so heute gucke, das ist symbolisiert. Berlin ist auch ein Stück Heimat für uns. Oh mein Gott. Checkpoint Charlie. Oh ja, Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie war die Grenze, wo wir halt immer von West-Berlin nach Ost gingen. Und deswegen ist Checkpoint Charlie für uns historisch. Weißt du, dieses Museum, Checkpoint Charlie, das ist eine meiner Lieblingsmuseums überhaupt. Ich bin so gerne da, weil es gibt so unendliche Geschichten von Leuten, die auf der Suche sind oder einen Versuch machen, um Freiheit zu finden. Und Freiheit ist eine der Themen der Kelly Family. In diesem Museum, man sieht, es gab bestimmte Menschen, die waren bereit, ihrem Leben zu opfern für eine Freiheit, die sie haben wollten, weil sie waren unzufrieden. Sie haben alles getan, bis zum ihrem Leben zu riskieren, woanders zu gehen. Wahnsinn. Lautsprecher, ne? Wo ist der? Das wäre für dich, Paul, ein bisschen schwierig, oder? Jetzt ja früher doch, wo ist der Ballon? Der Ballon ist da drinnen, ja? Ich glaube. Oh, ja. Das war definitiv die spektakulärste, sag mal, Flucht in der DDR-Geschichte. Da sind die mit aber guck mal, acht die Kinder, Leute. Die Leute da reinkommen, nur mit so einem Seil. Die haben sich hingesetzt. Ach so. Vier Kinder und vier Erwachsene. Ach du Scheiße. Sind die mit vier Kinder und vier Erwachsene in so einem kleinen Platz? Acht Leute. Nee. Berlin für mich auch der Gänsehaut pur Moment war, als wir in den Checkpoint Charlie reingegangen sind und dieses Ballon gesehen haben und die ganzen Geräte, die Leute sich selbst gebaut haben, die Freiheit zu ergattern. Wir waren hier an der Mauer selbst mit dem Bus, genau in der Nacht, wo das
geschehen war. Ich kann mich erinnern. Das hat uns ja so beeindruckt, das war einfach... Das war überall im Fernsehen, im Radio. Guck mal, das war am 6. September 1979. Ja. Da waren wir in Berlin und Maite ist genau 10 Wochen später geboren. Ja, Wahnsinn. Ja. Am 4. Dezember ist sie hier im Charité geboren. Ja. Und wir haben halt, das war noch September, da haben wir noch einen Campingplatz gelebt. Genau. Wo das genau passiert ist. Ja. In der Nacht. Die Maite, wo sie geboren war, neben Mama war eine Frau, die auch ein Baby bekommen hatte. Und das war auch eine Familie, die auch gerade aus der DDR geflüchtet war. Und Maite und dieses Kind, die wurden am gleichen Tag gemeinsam getauft. Wir haben uns mit dieser Familie befreundet, weil wir wohnten ja in der Zeit in dem Boskoheim. Genau. Und die haben da auch Unterkunft bekommen. Das war auch so eine Familie, die einfach aus der DDR flüchtet. Und ich weiß, das hat uns einfach so einen unglaublichen Eindruck gemacht. Ja, die Grenze, da haben wir ab und zu, wie die anderen sagen, die Schießereien gehört. Am Anfang hat es uns geschockt, ne? Aber dann, tja, das war Teil der vollen Camping. Ne? In den Jahren 1979, wir kamen nach West-Berlin durch unsere Plattenfirma, weil wir mussten hier auftreten auf der Funkausstellung jeden Tag. Und irgendwann landen wir auf diesem Campingplatz. Und dieser Campingplatz war genau neben die Mauer. Ja. Es gab sogar eine Treppe, wo man überschauen könnte. Es gab ein See, der halb im West war. Richtig. Das Leben auf dem Campingplatz war wirklich eine glückliche Zeit. Was komisch war, ist, dass die Mauer da war. Ich hatte ganz viele Fragen und ich war sehr jung und ich konnte das nicht begreifen. Wir haben schon öfters nachts, jedes vierte und dritte Nacht gefühlt, Schüsse gehört, ja, wo einfach dann die Nachbarn dann gefragt, was war das denn? Ja, das sind Menschen, die versuchen, über die Grenze zu kommen. Und es war schon, wow, was ist denn hier los? Und das war das erste Mal, wo wir das wahrgenommen hast, diese Grenze. Mein Vater hat immer, er hat geweint. Also er hat wirklich dieses Mitfühlen mit Hunderten von Menschen, die nicht frei sein konnte. Also das war so jemand, der teilweise gesagt hat, also ist vielleicht dieses irische Charakter, die wir haben, wir sterben für Freiheit. Ich glaube, wir sind eine Familie, wo bei uns Freiheit immer eine unserer, wie soll ich sagen, unser Thema ist, sage ich mal so, ne? Immer unterwegs und frei, wie ein Vogel sein und so weiter. Ich lerne das die letzten 2 Tage ein bisschen mehr zu schätzen, die Freiheit, die wir jetzt haben. Helmstedt hat mich auch ein bisschen umgeschmissen, muss ich sagen. Und heute muss keine Familie sowas machen. Also nicht hier, nicht hier in Deutschland. Wir sind privilegiert. Unsere Tool ist die Musik. Und wir haben diesen Glück. Das ist so für uns, die Musik ist dieser Schlüssel, die Welt für uns alles eröffnet. Es gibt keine Grenzen mit der Musik. Und für uns, unser Ziel war niemals die Politik, sondern vielleicht eher die Menschenherzen. Und das ist vielleicht unser Glück. Weil Musik ist eine universelle Sprache. Die Musik ist eine Macht, die kann genau unterschiedliche Gedanken, Menschen zusammenbinden, auch wenn es für einen Moment ist. In diesem Museum halt dieses Luftballon, wo diese 2 Familien geflogen sind, 79, und darüber nachdenken, was die Menschen auf sich genommen haben, um in Freiheit zu fliehen. Ich fand es wichtig und dann hat mein Bruder Johnny oder ich glaube diesen einen Song, ein Vogel kann im Käfig nicht singen. Ein Vogel kann im Käfig nicht fliegen, ein Vogel braucht zu fliegen die Freiheit, doch ein Vogel kann singen, unser Lied macht ihn frei, der bei seinem Vogel lacht. In so einem Ort, das zu singen, wow, das ist wirklich Gänsehaut pur. Und wir haben in Berlin, habe ich auch gestern gedacht,
öfters gesungen ohne Akkordeon. Einfach so, zack, aus dem Herz hinaus und einfach Lieder gesungen, die wir schon seit 40 Jahren nicht geübt haben oder nicht gesungen haben. Wir haben nichts geprobt. Und das war für mich so dieses, ich möchte singen mit dir, ich möchte singen mit meiner Gruppe und wir sind hier an die Orte, wo wir es gemacht haben. Wir können einfach stolz sein und ja. Ich glaube, dieses Lied ist irgendwo auch unsere Aufgabe gewesen, das Singen. Wir treffen gleich die Andrea. Du hast ja noch Kontakt mit ihr, ne? Ja. Andrea haben wir hier getroffen. Das war 89, kurz vor der Wendefall. Die Andrea ist sozusagen die damals Beauftragte von der Regierung in der ehemaligen DDR, uns zu empfangen als Gastgeberin, wie auch Dolmetscherin und so weiter. Und da ist auch eine Freundschaft daraus entstanden. Und später hat sie mit uns weitergemacht auf Tournee und ja, seitdem sind wir in Verbindung. Und sie hat sogar ihren Sohn Johnny genannt. Ja. John Patrick. Hast du? Hast du einen Filmmaster? Hä? Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, die ganze DDR nimmt uns in den Arm mit Andrea. Ja, weißt du, also, ich kann mich erinnern, dass mein Vater sehr nervös war. Wir waren nervös, weil wir wussten nicht, was erwartet uns auf die andere Seite dieser Grenze. Und die hat uns das alles ganz easy gemacht. Und das ist eine taffe Frau. Ne? Die Andrea, die ist so ein Macher. Und damals war sie schon so mit ihren, ich schätze mal, die war Ende 20, Anfang 30, hat sie schon halt richtig Power gehabt. Wir haben uns befreundet, ne, ob sie auch wenn sie Arbeit gemacht hat für das DDR-Fernsehen, aber trotzdem, es war schon mehr als das. Ne? Und diese Verbindung ist geblieben danach. Und wir haben weitergemacht. Ja! Da ist sie! Da ist sie! Da ist sie! Für mich war die wie ein Tor zum Osten, Andrea. Und die hat dieses Spirit vom Osten noch und die hat sie erhalten. Ich bin stolz darauf und das finde ich fantastisch. Andrea, wir haben uns jetzt 33 Jahre nicht gesehen. Das ist ja Wahnsinn. Also mit Andrea hinzugehen, das war schon einmalig. Also das ist 33 Jahre später. Das habe ich nur Gänsehaut bekommen, von oben bis unten. Ich würde sagen, wer möchte fahren von euch? Ich fahre. Damals hatte ich noch keinen Führerschein. Da dürfte ich kein Trabi fahren, aber ich bin schon mal Trabi gefahren. Wir fahren gemeinsam mit Andrea, ja, wo wir früher Kessel Buntes gemacht haben. Echt? Das ist dieses Friedrichspalast. Oh. Das ist weltbekannt. Da gibt es halt Ballettausführungen, alles Mögliche. Ah, das war da auch, im Friedrichspalast? Da war dieses Kessel Buntes Show. Dass Andrea wie damals mit den Trabi kam und dass wir durch ganz Berlin mit den Trabis gefahren sind, hat das Ganze einfach nur getoppt. Wie war das damals? Ich kenne die Geschichte, Jimmy nicht. Es geht um David Hasselhoff. David Hasselhoff war in deinem Trabi. In meinem Trabi. Und zwar war der auch zu einem Kessel. Weiß ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Der war riesig groß. Also ich meine, wie passt der da hin? Ja, der passte ja kaum rein, sage ich ja. Der hatte diese langen Beine. Ja. Und die Knie hat er kurz unterm am Hals. Weil der hat
ne, ist sehr groß und hat im Verhältnis zum Oberkörper hat er ziemlich lange Beine. Ne? Jede Frau wäre glücklich. Diese Trabi-Fahrt in Berlin, das war super. Das hat mich erinnert auch auf alte Autos aus Spanien von den 70er. Ne? Ich habe diese Dessert 500. Ne? Der hat ja auch solche Sitze. Ne? Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde mal schauen, ob ich nicht selber einen Trabi mir jetzt schaffe. Weil es hat so einen Spaß gemacht, mit den Trabis zu fahren. Das war wie im Kirmes, so mit Spielzeugautos. So. So toll, dieses Gefühl von, ich weiß nicht, man fühlt sich ein bisschen wie ein Kind. Hey, stopp! Seid ihr neidisch, Jungs? Neidisch. Brumm. Super Auto, neidisch. Schmeißt einen weg. Mit dem Trabi, das war genau richtig. Genau richtig, weil so war damals. Und dass es auch mit dem Trabi stattgefunden hat, es hat genau das erweckt, wie es damals war. Also, aber heute, mit dieser ganze große Änderung, und das fand ich klasse. Wir machen ein Rennen, okay? Okay. die Trabi-Reise, was soll ich sagen? Das ist einfach pure Nostalgie, ne? Da hat nur der Sandmann gefehlt, der Kleine. Friedrich Ballas! Wow! Der Friedrichstadtpalast, das war für uns das war auch ein Meilenstein in unsere Karriere als Musikern, als Familie. Der Friedrichstadtpalast hat für uns eine sehr wichtige Bedeutung. Das hat die Bedeutung für uns, dass wir im Osten halt empfangen worden sind, dass wir halt ja die Ehre hatten, in deren größten Samstagabendshow zu spielen. Schau dir das an. Wow, Gänsehaut, schon. Guck mal, ich kriege schon. Immer noch, glaube ich, das größte Revue-Theater. Europas? Echt? Ja. Nach Las Vegas. Wow. Ja. Historisch, ne? Hat sich ja nichts geändert. Das habe ich sowas noch nie gesehen. So eine große, tiefe Bühne, noch nie gesehen. Nee. Ich kenne nicht eine andere Bühne. Der ist größer als ein großes Stadion. Als ich in diese Halle reinkam, ist bei mir hoch und runter die Gänsehaut. Und das ist so, da kam bei mir so sofort auch mein Vater ganz viel und die Menschen, ihre Reaktion. Ich glaube, es fängt alles da. Dieser erste Moment war, wir waren so ganz mit dem großen Arm genommen und wir haben uns zu Hause gefühlt. 33 Jahre später, wieder auf die gleiche Stelle. Wahnsinn! Wir sind hier wie wichtigen Stars halt quasi behandelt worden und für uns war das halt Wahnsinn. Und dann auf einmal mit diesem einen großen Auftritt waren wir im Osten auf einmal bekannt. Kesselbund, das war damals für die Ostdeutsche wie Wetten, dass die allergrößte Sendung. Und wir sind von heute auf morgen dann Big Stars geworden. Und das hat, ich glaube, den Herzen von den Ostdeutschen eröffnet, dass wir einfach offene Türen hatten dann. Und ohne Kessenbuntes hätten wir nie machen können, was wir damals gemacht haben nach der Wende. Also, und das war 17 Tage, bevor die Wende kam. Und waren wir schon im Herzen den Ostdeutschen so. Wir waren ja im Westen eigentlich immer noch so Straßenmusiker. Wir waren da nicht so angesagt. Wir hatten keine richtige große Erfolg da in der Zeit.
Und das war natürlich für uns hier die große Chance. So, Kathi, ich habe ein Akkordeon für dich. Was? Unsere Lieblingsmarke Hörner. Klar. Und Andrea, du und ich, wir sitzen uns vorne in der ersten Reihe. Aber wir singen da VIP, da vorne. Ah. Und Kathi, hit it. Komischerweise, man hört ja viele Geschichten von wegen, als Künstler durftest du im Osten nicht einfach alles singen und so. Aber wir hatten das Problem gar nicht. Also uns wurde nur gefragt, was wollt ihr singen? Und mein Vater sagte gleich, take my hand. Der ganze Auftritt, der ganze Reaktion, so eine bombastische Moment. Also richtig Gänsehaut. Die Leute haben aufgestanden. Die sind alle mit der Hände so, take my hand. Also das war sehr, gerade für meinen Vater, super emotional. Take my hand bezeichnet einfach auch, wir gehören zusammen. Wir sind Brüder und Schwestern und wir brauchen einander. Und wir können den Weg nicht allein gehen. Es war genau Volltreffer. Das Lied hat mein Vater ausgewählt. Und 17 Tage später kommt die Mauer runter. Und dieses Gefühl in dieser Halle, wie die Menschen Arm in Arm waren und wir mit denen. Hat der Angelo nicht Pipi gemacht hier, diesen Song, wo der so auf Rocker macht oder so? Das war ja, genau. Der ganze Song von Angelo, den er hier gemacht hat, das hat er selber komponiert. Jede Nacht. Mein Vater hat immer den Paddy oder Maite oder irgendeiner von Paddy uns gesagt, weg den Angelo und hol ihn, der muss zur Toilette und so. Das war jede Nacht im Theater, wochenlang und so. Und irgendwann hat mein Papa ernst mit ihm geredet und gesagt, hör mal, du musst jetzt endlich mal aufhören, in deinem Bett Pipi zu machen. Jetzt bist du ein großer Junge, du bist 7 Jahre alt oder so. Und dann irgendwie kam der Angelo zurück zu ihm mit einem Song. Heute Nacht werde ich nicht mehr Pipi machen in meinem Bett. Der ganze Song ist der gleiche Text. Und dann sagt er, ain't gonna Pipi, ich werde nicht Pipi. Und wir so, ain't gonna Pipi, du wirst nicht Pipi. Der ganze Song, 3 Minuten lang. Ain't gonna Pipi my bed tonight. Ain't gonna Pipi my bed tonight. Ain't gonna pee-pee. 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 Behaupte einfach, der Song hat genau das geschafft, was mein Vater halt von ihm wollte. Dieses Bild, das hat hier. Das ist die Synagoge, ne? Ja, das weißt du. Genau. Aber damals zum Beispiel, ich glaube, durch hier gefahren bin, und da habe ich diesen Turm gesehen. Ja, das ist der erste Mal. Das ist der Telespargel, heißt der in Berlin. Telespargel. Ist 365 Meter hoch. Ja.
Da war ich noch nie oben, aber das... Da ist oben ein Café da, wo die Fenster sind, ne? In der Kugel und das dreht sich. Genau, ja. Da wollte ich immer hin. Ja. Und ich erinnere mich mit dir hier auf dem Trabi, da habe ich das gesehen, wow! Warum hat fast jeder Trabi so eine Toilettenrolle hier? Es gab in der DDR wenige Raststätten. Aha. Das heißt, wenn du mit deinem Trabi übers Land gefahren bist und hattest auch mal eine längere Panne, ist ja passiert. Ja, verstehe. Musstest du ja auch irgendwann, und da haben die umhäkelt. Stell dir vor, es gab umhäkelte Toilettenrollen, die hinten. Echt? Deswegen hast du jetzt gefahren. Ja, klar. Weil das. Wir haben reden drin, ja. Ich hab dich nicht gehabt. Alexanderplatz ist, normalerweise würde keiner, sag ich mal, einfach so ohne Genehmigung auf dem Platz fahren. Und deswegen dachte ich, wir müssen auf dem Platz mit dem Trabis fahren, weil so haben wir es auch früher gemacht. Wir haben da fast, ich denke mal 3-4 Jahre, fast jede Weihnachten, gute 4-5 Wochen haben wir da gespielt. Ey, fast jeden Tag. Wir fangen an mit meinem Bruder Johnny Kelly und dann kommt der Rest der Familie. Johnny Kelly! When I was in town, da haben wir es richtig genossen, weil wir könnten einfach mit den Wohnwagen Alexanderplatz parken, war Wasser, Elektrizität und dann musst du nicht jeden Tag das suchen. Ja, es war harte Arbeit, aber teilweise Urlaub, weil du warst wie ein Zirkus auf einem Platz. Jahre später. Ja, sag es noch lauter. André, du hast es vor 33 Jahren hier gebracht, weil das war früher das größte Zentrum. Ne? Da das war konnte das man alles Kaufhaus. Kaufen, was es im Osten gab. Ja. Ne? Hast du schön gesagt. Und wir haben den Alexanderplatz durch dir, Andrea, sehr viel kennengelernt und sehr viel zu verdanken. Dieser Platz ist für uns ein Stück Heimat. Ja. Ist eigentlich ein Stück Heimat. Also es ist komisch, aber für mich sind so Teile der Fußgängerzone in Europa und ein Stück Heimat. Genau hier, also haben wir eine unserer berühmten CDs aufgenommen, live. Wir hatten einen Freund, der hatte ein Studio in einem LKW und der hat es hier hinter der Bühne gebaut und dann haben wir hier jeden Tag sind wir aufgetreten und haben dann die CD live aufgenommen auf der Straße. Und da war eine Ambiente, ich kann es gar nicht beschreiben. Das war einfach so, da war so viel Hoffnung und so viel Erwartung und so viel Bewegung in der Luft.
Wir haben viele Erinnerungen, aber es gibt auch Zeugen von damals. Hier ist jemand zum Beispiel, die uns hier entdeckt hat als erstes Mal und sie hat ihre Erlebnisse erlebt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie uns einfach, wenn sie möchte, uns erzählen, warum, wie ist das bei sie so angekommen? Ja, ich war damals 8 Jahre alt und war mit meinen Eltern hier auf dem Markt gewesen. Dann haben wir euch zugehört, wir haben das gesehen. Ich kann mich noch entsinnen, ich war ganz klein und um mich herum standen die Leute, die haben geweint, die haben sich an den Arm gehalten. Das war ein Gefühl gewesen, was man nicht beschreiben kann. Da kam was rüber, was bis heute geblieben ist. Und hast du uns danach immer wieder öfter hier gesehen? Ich habe euch in Neustrelitz das erste Mal 1992 auf der Straße gesehen und habe mir meine erste Kassette gekauft. Einmal bin ich dann mit 14 heimlich nach Prag abgehauen zu euch zum Konzert. Mit 14? Von Neubrandenburg mit dem Zug, mit meiner Freundin Nadine, mit dem gefälschten Ausweis. Mit, ja. Also Mama, Papa, tut mir leid, erfahrt ihr heute erst, wenn ihr das seht. Was ihr mir, ich denke mal, ich spreche für viele Fans, auch wirklich mitgegeben habt auf dem Weg, Akzeptanz, Nächstenliebe, Respekt, Hoffnung. Also es ist mehr als nur ein Konzertbesuch, es ist eine Liebe. Wahnsinn. Also, dankeschön. Gänsehaut, du. Mein ganzer Körper ist Gänsehaut. Wir können über uns sprechen, über unsere Erfahrungen und so. Aber sie ist für mich zum Beispiel, sie ist nur ein Beispiel von vielen. Und sie ist für mich die Bestätigung, sie ist der Frucht unserer Arbeit. Das macht mich glücklich. Das ist für mich Erfolg. Ja. Und du hast Familie selber? Ich habe 4 Kinder, bin mit meinen 4 Kindern alleine. Ja. Auch Kelly Family. Das ist deine Tochter? Lucy ist. Komm her, Lucy. Auch Kelly Family. Aber kennst du die Kelly Family? Ja, natürlich, ja. Also, ich bin selber seit 10 Jahren Kelly Fan. Wow. Dank meiner Mama, Gott sei Dank. Diese Mutter mit 4 Kindern und dann ihre Tochter dabei. Und dann, was sie erzählt hat, das hat irgendwie so. Das hat berührt. Also, es war. Ich dachte, wow. Anscheinend kann man halt mit Musik doch Menschen Freude geben. Und das ist auch sehr schön. Wir haben uns immer wohlgefühlt hier. Wir konnten uns selbst sein. Wir mussten nie cool sein. Aber was die DDR hatte, was der Westen vielleicht weniger hat, das ist, die Menschen hatten einander ein bisschen mehr. Wir hatten ja auch nichts anderes im Grunde. Ne? Also genau. Das ist das. Und das ist die Sache. Das ist bei uns Kellys genauso. Wir hatten auch nicht viel, aber wir hatten einander. Und das ist auch ein Reichtum. Ne? Diese Dankbarkeit, was diese Leute haben, die gehört meinen Eltern. Erfolg für mich ist nicht, wir haben Millionen CDs verkauft, wir haben Millionen Menschen gesungen, sondern jede einzelne Person, der was Wahres bekommen hat. Es hat sie Kraft gegeben im Leben, es hat sie geholfen. Das ist für mich Erfolg. Nicht, also, dann meine Arbeit hat sich gelohnt. Dafür würde ich weiterkämpfen. Ein Konzert gemacht, Kathi, weißt du noch? Wahnsinn. Da. 75.000 Leute. Den Konzert werde ich nie vergessen. Nie. Don't try fighting beast, cause he's gonna beat you. Watch out, children. Schlossplatz 95 Sommer haben wir gespielt. Auf diesen ehemaligen Karl-Marx-Platz hieß das, jetzt heißt das Schlossplatz, vor 75.000 Menschen oder mehr. Das war das erste Konzert, was ich organisiert habe für die Kelly Family. Und weil wir so viel bekommen haben in diesem ersten halben Jahr, wo dann das Album Over the Hump rauskam, haben wir entschieden, als Thank You, an einem Sonntag spielen wir halt auf dem Schlossplatz.
Ich habe in meinem Leben lang nie so viele Menschen gesehen, wie die raus. Ich habe das nie vergessen. Das war wow. Ist total geil, die sind hübsch, die können singen, die können einfach alles. Und die Haare, wie die Engel. Es war unsere Art, Berlin Danke zu sagen. Auch das war einfach so einmalig. Und nur in 6 Jahren haben wir das geschafft. Das ist schon krass. Für mich ist es ein Gefühl von Dankbarkeit. Also ich sage Danke an das Leben, dass ich das leben dürfte. Du kamst mit deinem Kleiner. Ja, mit dem Kinderwagen. Du hast mitgeholfen, Kassetten, CDs zu verkaufen. Wir waren ein Team. Was habt ihr da? Pfand. Wir haben zu trinken als geholfen. Danach gibt's Pfand. Wir haben, das war der passende Ort, um den Abend auszuklingen zu lassen von diesem Schlossplatz. Ein Sack mit vollen Getränken und das fand ich klasse. Und das war einfach ein total super Finale. Und wieder mal diese Orte zu besuchen gemeinsam, das ist schon irgendwie so, ich weiß nicht, doch eine schöne Sache. Irgendwie so eine Art, hey, das war eine verrückte Reise, aber geil irgendwie. Prost, weißt du? Auf Ecke. Ist das nicht verrückt? 90 haben wir hier eine kleine Bühne, 2 Podeste und da stehen so ein paar 100 Leute und 6 Jahre später, wir machen eine große Bühne genau auf dir gegenüber und 80.000 Leute. Ist das nicht Wahnsinn? Also das ist schon. Das muss man erst mal verarbeiten. Ne? Wir haben hier gebettelt und dann da vorne haben wir halt quasi vor 80.000 Leuten am Tag zuvor in der Waldbühne vor ausverkaufte 25.000 Leute. Ja. Das war alles. Was das auch für euch für eine Entwicklung war, ne? Nach der Wende. Es war ein großartiges Gefühl. An dem Platz vor fast 80.000 Menschen zu spielen, wo wir ein Jahr zuvor auf dem Weihnachtsmarkt umsonst gespielt haben. Das ist einmalig, ne? Berlin ist, ich habe zum Beispiel dieses Gebäude hier, das Schloss, ich habe das von den Fundamenten bis jetzt fast fertig beobachtet. Als ich mag Architektur. Ne? Der Wiederaufbau von diesen Gebäuden, ne? Und das ist nur einmalig. Ich habe die Steinmetzer beobachtet, wie die Steine eins zu eins eingestellt haben. Und jetzt sehe ich das fertig. Das war sehr persönlich, glaubt mir. Man merkt, es hat Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, jeder hat gesagt, ach, wir mussten weiter sowas machen. Also im Osten mit dem Trabi. Und ich glaube, der Trabi war schon ein Highlight. Ich fand diese ganzen letzten paar Tage sowieso sehr, sehr, sehr beeindruckend. Für mich wieder mal den Osten zu besuchen. Ein bisschen auch mit der Geschichte wieder. Wir haben lange jetzt, wir sind hier viel aufgetreten, die letzten 30 Jahre. Aber wir haben ein bisschen die Geschichte vielleicht vergessen. Und das war total wichtig, finde ich. Dann haben wir gesungen, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Also das ist, besser ging es nicht. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf dem wir uns so freuten. Und wer weiß. Und wer weiß, wenn wir uns wiedersehen. Ich weiß wann. Ja.
Ja. In 33 Jahren. Den darfst du nicht trauen, der will nur dein Trabi haben. Der will mein Trabi haben. Das, ich hab es mir gedacht. Ich weiß, gut, dass du mich drauf hinweist. Ich fand diese historische Reise einfach großartig. Wenn man das auch noch teilt mit seinen Geschwistern und jeder hat irgendwie seine eigene, sei mal, in Erinnerung, es war einfach großartig. Danke euch, danke Joey auch, dass einfach ich wieder auf diese Reise gegangen bin, die mit dieser Tiefe, die ich teilweise auch vergessen hatte. Diese Reise irgendwie bringt uns zurück und auf einmal erweckt sich wieder dieses Gefühl, wie es war. Was ich alles erlebt habe, es ist eigentlich fast nur positiv. Es ist ein Gefühl von einfach nur Dankbarkeit. Ich könnte ein ganzes Buch schreiben, aber wenn ich es kurz fassen müsste, das wäre einfach nur vom Herzen. Großen Dank, Riesendank. Ihr seid für mich auch Familie. Ich wünsche denen alle, dass die einfach sich so treu bleiben, wie sie sind. Weil ich glaube, wir am besten brauchen sie jetzt. Ich fand die Tage hier im Osten einfach großartig. Ich habe nur ein Wort: Zuhause.